hat es ja auch noch zu um 1 geschafft. Ja, bitte, ja. So. Also, jetzt geht die Schiffsreise los. Von Plau am See hinaus zum Plauer See. Bei allerbesten Sonnenschein. So. Ja. Ah ja. Kann ja nachher auch hochgehen. Müsste sich 8 zusammentun, ist für jeden 40 Euro. Und ja, da rumschippern. Hier kommt das jetzt. Sehen Sie das hier? Das Schiff hier, das Boot, kann man chartern. 240 Euro einen Tag. Passen 8 Personen drauf hier. Das kann man ja eigentlich, im Führerschein hätte ich ja. Könnte man ja mal machen zu 8, aber jetzt nicht hier. Ich habe ja auch den Führerschein nicht mit, also ich wollte nur sagen. Das Reiseziel die Stadt Malchow erreicht, die 1235 ihr Stadtrecht bekam. 24 Kilometer westlich von Warenmüritz entfernt, Licht und 7000 Einwohner zählt. Wir steuern auf die Insel. Auf dieser Insel ist die Altstadt angelegt. Das Ganze ist zugänglich über einen 1846 künstlich geschütteten Erddamm und einer Drehbrücke, die wir gleich aus nächster Nähe sehen werden. Auf dieser Insel befindet sich das alte Rathaus, ein Fachwerkbau aus dem 18. Jahrhundert. Hier zur rechten Seite am Südufer des Malchower Sees, Büro. Und daher wurde die Stadt in den früheren Jahren das Manchester Megaboys genannt. Da ist jetzt eine Schleuse. Da fahren wir aber nicht durch. Ach, ist ja auch schön hier. Schwan, ja. Naja. Und da ist ja wieder so eine Kirche, aber die ist bei weitem nicht so schön. Vor uns die angesprochene Drehbrücke. Sie öffnet jetzt in der Nachtsaison von morgens 9 bis abends oder nachmittags 17 Uhr stündlich bei den Flesensee, dem Kölpinsee und der kleineren Müritz. Und erreichen nach gut anderthalb Stunden Fahrzeit die Stadt Warenmüritz. Diese Brücke wird als einziges Wasserbauwerk in Mecklenburg-Vorpommern von einer Kommune betrieben und unterhalten. Es ist bereits die vierte Brücke ihrer Art und sie wurde 1991 nach 10-jähriger Stilllegung wieder völlig modernisiert dem Verkehr übergeben. Die Passage an Sportbooten hat der Brückenwärter im letzten Jahr nur im Monat Juli von 2450 Sportbooten registriert. Und hier ist jetzt eine Aalräucherei. Noch richtig aus alten Zeiten. Ja. Ich finde das so toll, dass das so schön ausgeleuchtet wird hier. Also richtig filmgerecht, wisst ihr? Mhm. Ja, durch die Sonne jetzt auch noch. Ne? Ja, und wir sitzen auch genau auf der Seite. So. Ich brauche ja gar nicht zu bewegen gehen. Das Schiff macht ja den Schwenk für mich. Ja. Oh, jetzt kommt da so ein Touristenbus. Zur linken Seite der künstlich geschüttete Erddamm. Er stellt dann die Verbindung zu den Städten Waren, Rödel und darüber hinaus Neustrelitz, Neubrandenburg her. Wir haben hier vom Malchower See nochmal einen Überblick zum Flesensee.